Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und heute machen wir etwas für deine aktive Seite, für deine männliche Seite, also die Seite, mit der du Projekte angehst, wie du Projekte angehst, auch die Art und Weise, wie du Dinge analysierst und logisch denkst, also das fällt alles so auf die rechte Seite. Und heute wollen wir dieser rechten Seite einmal mehr Raum verschaffen, auf der einen Seite diese Abgrenzung verschaffen, aber auch dadurch mehr die Resilienz, das heißt, du bist nicht sofort getriggert, etwas zu tun, du kannst einfach mal entspannen und du kannst auch deiner weiblichen Seite, deiner passiven Seite immer mehr vertrauen, sodass du quasi wieder inspiriert sein kannst, auftanken kannst, neue Erfahrungen und Energien in dich aufnehmen kannst. Das ist ja auch ganz wichtig, nicht immer wieder im selben sich zu bewegen. Und da lade ich dich einfach mal ein, da jetzt mitzumachen. Also schließ gerne mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und wir werden uns heute in der Farbfrequenz Grün und Gold bewegen. Grün und Gold. Du kannst dir das mal vorstellen, das ist fast wie eine Krone, ja, wie so grüner Samt und ein goldenes Metall. Und das wäre dann natürlich jetzt so ein Bild dafür. Oder ein goldenes Sonnenlicht, goldene Sonnenstrahlen, die wirklich auf einer grünen Wiese, auf einer schönen, satten, grünen Wiese sich treffen. Oder in einem Wald. Grün und Gold. Und diese grüne und goldene, gelbe Energie fließt jetzt einmal in deine rechte Körperhälfte ein. Ist wie ein Umhang fast oder wie ein Schutzwall. Und du lässt jetzt einfach mal einfließen. Und während diese Energie einfließt, dieses Grün-Goldene, öffnet sich dein Energiefeld und alte Erschöpfungen, Enttäuschungen und Verkrustungen lösen sich jetzt. Alte Erschöpfungen, Enttäuschungen, Verkrustungen auf deiner rechten Seite lösen sich. Alte Verausgabungen, alte Stressthemen, die dürfen da jetzt einfach mal gereinigt werden und dürfen sich da jetzt ausreinigen und natürlich auch lösen. Und was dadurch passiert, ist eine Flexibilität, ist eine tiefe, tiefe Ruhe und eine Entspannung dieser rechten männlichen Seite. Das bedeutet also, dass sich deine aktive Seite regeneriert. Und wie oft bist du vielleicht schon mit dem Kopf durch die Wand oder hast dir gedacht, es gehört etwas getan oder umgesetzt und es war aber nicht der richtige Zeitpunkt und deshalb bist du wie gegen eine Wand gelaufen, wie so gegen Barrieren gerannt. Und all diese Hitze, dieser Stress, diese alte Enttäuschung hebt sich jetzt aus deiner rechten Seite, aus dieser männlichen Seite raus. Da wird dort, wo die Hitze ist, wo der Stress gespeichert ist, der alte, legt sich richtig so diese grüne Energie und diese goldene Energie rein und reinigt das aus, wie so alte Narben, alte Wunden.
Und du spürst jetzt, wie diese Frische, diese Heilung immer mehr und mehr in dich einfließt. Und vielleicht spürst du jetzt auch schon, den Unterschied zwischen deiner rechten und linken Körperhälfte. Fühl dich da mal rein, wie fühlt sich meine rechte Körperhälfte an, die rechte Körperseite, und wie fühlt sich die linke Körperhälfte an. Und nun erlaube nochmal dieser goldgrünen Energie da weiter reinzufließen, deine aktive Seite weiter zu reinigen, alte Themen rauszulösen und zu transformieren. Und deine weibliche Seite, deine linke Seite, darf während die rechte jetzt regeneriert, also während dein innerer Mann eigentlich ruht, wird deine innere Frau absolut machtvoll und kraftvoll. Und das bedeutet, dass du passiv wirst, während die Aktivität ruht. Und durch diese Passivität sammelst du frische Impulse, neue Energie, neue Lebendigkeit, auch Neugier. Das Spielerische erwacht durch die Kraft deiner inneren Frau. Und spür mal, dass es nichts zu tun gibt für deine innere Frau, dass die jetzt einfach nur empfangen kann. Und dass in diesem Empfangen die ganze Welt enthalten ist. Das bedeutet auch das Streben deines inneren Mannes aus existenziellen Gründen ist nicht nötig. Du kannst ruhen und wirst erfüllter sein, als wenn du dich verausgabst. Im wahrsten Sinne des Wortes stärkt dich die Ruhe mehr, kräftigt dich die Ruhe mehr, als das ziellose Vorwärtsstürmen deines inneren Mannes. Sämtliche Pseudo-Verpflichtungen und Pseudo-Gedanken, die du auf deiner aktiven Seite gespeichert hast, auf der rechten Seite, werden nun auch transformiert und gelöst. Und du spürst, dass noch mehr Klarheit, Stabilität und Stärke in dich einfließt. Und du spürst, wie jetzt dein innerer Mann, deine männliche Seite mit deiner Urkraft Verbindung aufnimmt. Mit deiner Urschwingung, deiner Urkraft. Da taucht jetzt dein innerer Mann ein. Und das erlaubt dir, aus deinem vollen Potenzial zu schöpfen. Und in dieser Heilung des inneren Mannes, in dieser Mannwerdung, dieser Eigenermächtigung, die da jetzt stattfindet, spürst du auch, dass deine innere Frau, deine passive Seite ganz bewunderndes sich hingezogen fühlt zu deiner aktiven Seite.
Das heißt, du empfindest das, was du tust, als gut. Und auch dein inneres Kind hat Freude an deiner Stärke, Eigenermächtigung und Durchsetzungskraft. Also du hast auch Freude dran, an deinem Tun. Und in dieser Weichheit, Hingabe, Freude und Aktivität entwickelst du eine unglaubliche Energie, nach vorne zu gehen, weiter zu gehen, weiter zu streben. Aber ohne Hast, sondern absolut aus deiner Urenergie raus, aus deiner Urkraft raus, aus deiner Mitte raus. Du erlaubst jetzt nochmal diese goldene Energie und der grünen Energie auch noch einmal ganz tief in dich einzufließen. Und es erfüllt dein Becken, dein Wurzelchakra. Und du spürst, dass dieser Spielraum, diese Wiese, diese grüne Energie und die Sonnenenergie jetzt auch in deinem Inneren sind. Ein unendlicher Horizont, eine unendliche Freiheit und Weite. Und du kannst auf dieser Wiese herumlaufen. Du kannst dich hinlegen in einen Klappstuhl und die Sonne genießen. Du kannst etwas erbauen oder etwas zurücklassen. Aber egal, was du auch möchtest. Du kannst auch auf dieser Wiese spielen, ja? Aber egal, was es ist, was du da tust. Du erkennst jetzt diese Wiese als dein Geschenk an, deinen Lebensraum. Und durch das, dass du hier Raum hast und Zeit hast, spürst du, dass du unendlich geliebt bist. Du bedankst dich jetzt bei der geistigen Welt für dieses Geschenk, für diese Liebe. Und du spürst das Fließen, das Erfülltsein und die Weite. Und du atmest dieses Gefühl jetzt nochmal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und du streckst dich durch, bewegst deine Arme und Beine und erlaubst dir dann genau in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Du streckst dich nochmal durch. Und kommst dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffnest deine Augen und kannst dich an alles erinnern, was während dieser Reise geschehen ist. Wie ist dir gegangen? Schreib es mir gerne in die Kommentare rein, lass mir immer einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video und ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal, dein Oliver Erini. Tschüss.